Hola, ¿qué tal? Heute lernen wir Begrüßungen und Verabschiedungen auf Spanisch. Wenn Sie daran interessiert sind, schauen Sie dieses Video an. Si te quedas conmigo, conmigo a estudiar, vas a aprender los verbos transitivos y el imperativo del verbo amar. Saludos, Begrüßungen. Hola, hallo. Hola, ¿qué tal? Hallo, wie geht's? Hola, ¿cómo estás? Hallo, wie geht's? ¿Qué pasa, tío? So, das ist umgangssprachlich so wie What's up? Und ich sage hola und nicht hola, weil das H auf Spanisch nicht klingt. Despedidas, Verabschiedungen. Adiós, tschüss, hasta pronto, bis bald, hasta luego, bis später, nos vemos, wir sehen uns. Ich habe buenos días, guten Morgen, buenas tardes, guten Nachmittag oder guten Abend, buenas noches, guten Abend oder gute Nacht. So, man nutzt buenos días von 6 bis 13, 14 Uhr, kommt darauf an, in welchem Land wir sind. Oder buenas tardes, guten Nachmittag oder guten Tag oder buenas tardes, guten Abend von 13, 14 Uhr bis 20 Uhr ungefähr. Und dann buenas noches. Buenas noches hat so eine doppelte Bedeutung. Wenn ich ins Restaurant komme und es ist 21 Uhr, ich kann sagen buenas noches im Sinne von guten Abend. Aber nicht ins Bett gehe um 23 Uhr, ich kann sagen, buenas noches, gute Nacht. Es ist sehr interessant, weil manche Saludos, Begrüßungen, sind im Mehrzahl, Plural, und Despedidas, Verabschiedung, in Einzahl, Singular. Por ejemplo, buenos días, guten Morgen, aber buen día ist etwas anderes. Buen día bedeutet schönen Tag. Buenas tardes, guten Nachmittag, guten Tag, guten Abend, aber buena tarde ist schönen Abend oder schönen Nachmittag. Buenas noches, guten Abend oder gute Nacht. Buena noche, schönen Abend. Y eso es todo und das ist alles für heute.